Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Produkte, die ich schon ganz schön lange habe und die ich gerne aufbrauchen möchte. Ich würde mir gerne selber mal so eine kleine Challenge stellen, weil wenn man natürlich so viele Produkte hat wie ich und so viele Produkte kauft wie ich, ja, dann hat man immer irgendwelche Sachen, die dann in Vergessenheit geraten und die dann eigentlich toll sind, aber irgendwie ja, irgendwann schlecht werden, weil man sie dann stehen lässt, irgendwas anderes benutzt. Und deshalb habe ich ein paar Produkte ausgesucht, die ich auf jeden Fall in diesem Jahr aufbrauchen möchte. Das sind einige, muss ich sagen, also es sind schon ein paar, die hier stehen. Einige haben eine gute Prognose, dass sie wirklich aufgebraucht werden. Andere kann ich mir bald nicht vorstellen, aber wir werden es sehen. Ich fange jetzt direkt an und zwar lege ich los mit drei Pflegeprodukten, die ich wirklich gut finde, die ich auf jeden Fall dieses Jahr alle machen möchte. Fangen wir an mit dem Biotherm Aquasource Nuit. Das ist so ein Gel für nachts und das war eine Zeit lang wirklich ein Traum. Ich habe das geliebt, ich habe das immer wieder nachgekauft und ich habe das. Ich möchte mal sagen, das letzte halbe Jahr ungefähr nicht benutzt. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Es war irgendwann der Punkt, wo ich dachte, so richtig mag ich es nicht mehr. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam, warum das so war. Aber tja, so war es eben. Und habe es dann in die Schublade gesteckt und jetzt habe ich das wieder ausgekramt und es ist noch so viel drin. Ich werde es jetzt aufbrauchen und wahrscheinlich nachkaufen, weil es ist so schön. Ich liebe das. Ich weiß gar nicht, warum ich irgendwann aufgehört habe, das zu nutzen. Die Haut ist danach so, morgens, wisst ihr, also voll geil. Das ist halt ja hauptsächlich, um die Haut zu hydratisieren, ne? Also das, worum es immer geht. Feuchtigkeit, 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 damit diese hier oben die einzigen bleiben. Ja, voll schön. Also ich freue mich schon, das aufzubrauchen. Dann ein anderes Produkt, auch ein gelartiges Serum, das ist von Bioderma Hydrabio Serum. Das ist auch wieder ein feuchtigkeitsspendendes Produkt. Ich hatte dann irgendwann ein besseres. Warum ich dann aufgehört habe, das zu benutzen? Ach, ich glaube, dann kamen die Ordinary Sachen. Ich möchte es aber trotzdem aufbrauchen, weil es ist tatsächlich ein richtig schönes Serum und es kann etwas, was andere Serien nicht können. Es klebt nicht. Ja, also es klebt wirklich kaum, ein ganz kleines bisschen, ja. Aber das kann man vernachlässigen. Ich denke, das schaffe ich auf jeden Fall, das aufzubrauchen. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ein Produkt, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, das ist von Hildegard Brauchmann, dieses Karotinaufbauöl. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich werde jetzt mal gucken, ob sich ein Öl, was man tagsüber ja benutzt, das ist ja eher was, was ich jetzt tagsüber benutzen würde wahrscheinlich, weil nachts nehme ich sowieso mein Kiehl's Midnight Recovery. Das liebe ich, da brauche ich keinen Ersatz oder wie auch immer. Und deshalb ist das hier eher was für tags. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen mal schauen, ob das sich in meine Routine irgendwie noch einbauen lässt. Da muss ich halt einfach gucken, ob da ein Öl tatsächlich noch Platz hat. Gerade jetzt im Sommer vermute ich eher nicht. Das könnte ich mir eher dann vorstellen, dass ich es vielleicht im Herbst, Winter aufbrauche. Ihr seht, ich habe auch schon eine Menge davon benutzt. Ist nicht so, dass ich es irgendwie nicht schlecht, nicht gut fand, aber irgendwann hatte ich dann Proben von diesem Tagesöl von Kiehl's, was so toll ist. Ich denke auch, dass ich werde das hier im Herbst aufbauen. Wenn es alle ist, hole ich mir eine große Flasche von dem Öl von Kiehl's. Weil jetzt im Sommer brauche ich das nicht so heftig, ja, so mega viel Feuchtigkeit. Im Winter muss ich da einfach mehr machen. Ich schaff's. Ich schaff's. Ich will es ja aufbrauchen. Ich stelle das direkt hier oben hin, damit ich es nicht vergesse. Dann machen wir weiter mit drei Primern. Und zwar einmal von Astor Skin Match Protect Primer. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde ihn nicht aufbrauchen, weil er ist mega flüssig geworden. War der vorher auch so flüssig?
Obwohl, lass mal dran riechen. Ist auch aus dem letzten Jahr. Also, die riecht eigentlich noch gut. Die riecht eigentlich noch gut. Ja, ich denke, ich versuche mal ihn aufzubrauchen. Ich fand den richtig gut. Wirklich. Also, oh, der hat einen SPF von 25. Ich werde ihn jetzt aufbrauchen. Ich werde ihn jetzt. Das wusste ich gar nicht. Das war mir nicht bewusst. Also wahrscheinlich wusste ich es mal, weil ich es mir mal durchgelesen habe. Aber jetzt aktuell war es mir gar nicht bewusst. Cool. Ein Primer von Astor. Ich bin mir nicht sicher, ob es den überhaupt noch gibt. Skin Match Protect Primer. Was kann er denn? Transparente Make-up-Basis, die grundiert, schützt und perfektioniert. Kann alleine oder unter die Foundation getragen werden. Ja, dann würde ich sagen, den brauche ich jetzt als erstes aufballen. SPF von 25, das ist genau das Richtige. Ich brauche es. Und dann habe ich zwei Primer von Rimmel. Einmal den Fix und Perfect Pro. Das ist der hier. Und den Lasting Finish Primer. Ich weiß, dass ich die total geliebt habe. Und deshalb werde ich die jetzt aufbrauchen. Die sind halt echt schon, also nicht aus dem letzten Jahr. Ich werde mal gucken, ob sie nicht vielleicht komisch riechen. Ansonsten seht ihr sie mal im aufgebrauchten Video. Primer. Dann machen wir weiter mit zwei Concealern, die ich aufbrauchen will. Einmal den MAC Pro Longwear Concealer in der Farbe NC20. Der ist tatsächlich für das Unterauge nicht so geeignet. Er ist auch ein bisschen zu dunkel für mich dafür. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das war. Der ist schon uralt. Ich weiß nicht mal, ob ich den noch aufbrauchen kann. Aber er riecht noch gut. Er hat noch eine gute Konsistenz. Deshalb würde ich sagen, ich probiere es einfach. Da ist, ich habe ihn jetzt vorhin geschüttelt, echt nur noch so ein kleines Pfützchen drin. Und den werde ich auf jeden Fall aufbrauchen und auch direkt jetzt als allererstes. Und den Astor Lift Me Up Concealer Highlighter. Der ist ganz nett. Den habe ich auch schon gut benutzt und den würde ich jetzt unterm Auge dieses Jahr auf jeden Fall alle machen. Dann drei Foundation bzw. zwei Foundations. Zum einen die MAC Studio Fix Fluid. Das habe ich in zwei Farben, weil auch da war mir irgendwie NC15 ist mir ein bisschen zu hell und NC20 ist mir ein bisschen zu dunkel. Das ist super zum Mischen. Für mich ist es irgendwie zu heftig. Deshalb, ja, im Moment mag ich sie einfach überhaupt nicht gerne, aber ich werde mich bemühen, sie aufzubrauchen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, denn es wird bestimmt eine Winterfoundation, weil für jetzt ist sie gar nichts für mich. Das kann ich mir nicht vorstellen, mir jetzt so eine, die ist wirklich sehr, die riecht auch so ein bisschen nach Kleber. Ich mochte die eine Zeit lang richtig gerne, wirklich, aber im Moment kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Dann hatte ich ja auch schon mal erwähnt, die will ich auf jeden Fall aufbrauchen dieses Jahr, die Armani Luminous Silk. Sie wird auch nicht nachgekauft, denke ich, weil sie ist irgendwie gut, aber es ist nie so, dass ich sage, ich liebe die, ich will die jeden Tag benutzen. Ich habe es versucht, es so zu fühlen, ja, aber es ist einfach nicht so. Deshalb, die wird aufgebraucht und dann wird sie auch nicht nachgekauft. Dann habe ich ein paar Setting-Sprays, die ich aufbrauchen will. Eine Leichtigkeit, das Urban Decay All-Nighter. Da ist jetzt nur noch so ein Furz drin, wirklich so ein ganz kleines Tröpfchen. Das werde ich jetzt aufbrauchen und auf jeden Fall nachkaufen. Das ist schon mal klar. Ich habe noch einen Travel Size, habe ich von meiner Schwester zu Weihnachten gekriegt. Das ist quasi mein Mini-Backup. Das habe ich noch. Die große Flasche wird aber jetzt aufgebraucht und wenn das Mini-Backup dann alle ist, dann wird auf jeden Fall die große nachgekauft. Das ist keine Frage, aber die ist halt auch aus dem letzten Jahr, die muss jetzt weg. Das muss jetzt aufgebraucht werden. Dann muss unbedingt aufgebraucht werden das Smashbox Photo Finish Primer Water. Ja, was soll ich sagen? Also 2 Jahre ist es auf jeden Fall schon alt. 2 Jahre ist es auch haltbar. Ich fand es nie besonders toll. Ich werde es jetzt notgedrungen aufbrauchen, weil ich will es auch nicht wegschmeißen, dafür war es wieder zu teuer. Dementsprechend, ich werde es auf jeden Fall jetzt ganz zeitnah aufbrauchen und auch nicht nachkaufen. Genauso wie dieses Produkt. Voll angefixt wurde ich da.
Ich glaube mal wieder von Steffi von Mamako. Die hat es nur einmal in die Kamera gehalten. Die hat gar nicht gesagt, dass es besonders toll wäre oder so, sondern sie hatte das in die Kamera gehalten. Ich habe das gesehen und dachte, oh, ist das schick. Fix Make-up heißt es. Es ist erstmal 50 Milliliter sind da drin. Es ist mini klein, ja. Und es kostet, glaube ich, um die 30 Euro. Ich finde es war irgendwie, aber ich muss es irgendwie haben. Was aber das große Problem daran ist, es riecht so extrem stark nach Rose, so überparfümiert finde ich. Und deshalb mag ich es einfach nicht besonders gerne. Ich werde es trotzdem, ich finde es nicht scheußlich. Ja, also versteht mich nicht falsch. Ich finde es nicht so, dass ich sagen würde, dann will ich es wegschmeißen. Aber ich habe es halt auch schon ordentlich benutzt. Ich werde es jetzt aufbrauchen und dann nicht nochmal nachkaufen. Kommen wir noch zu Pudern. Da habe ich den e.l.f. High Definition Under Eye Setting Powder. Das ist so ein klitzekleines Döschen. Ich mochte das mal gerne, aber ich sag mal so, eventuell brauche ich es auf, eventuell mache ich es auch weg, weil es ist irgendwie schön, ja, es ist ganz fein gemahlen, aber man kann es leider nicht sehen. Aber man kann Glitzer nie sehen. Es hat halt so klitzekleine Glitzerstückchen. Und deshalb weiß ich noch nicht, ob ich es aufbrauche oder einfach wegtue. Das werde ich mal sehen. Das, ja, nicht schlecht, wenn diese Glitzerstückchen nicht wären. Dann wäre das wirklich ein richtig schönes Setting-Puder für unters Auge. Aber das werde ich aufbrauchen oder wegtun. Das habe ich schon in meinem One-Brand-Tutorial erwähnt. Das ist das NYX HD Finishing Powder in Banana. Da habe ich schon Hit the Pan und das werde ich dieses Jahr aufbrauchen. Ein Puder aufbrauchen. Für mich wird das eine richtige Herausforderung. Das heißt, ich darf eigentlich nur noch das benutzen. Oh. Dann kommen wir zur vorletzten Kategorie und das sind Augenbrauenprodukte. Da werde ich dieses hier aufbrauchen. Essence Eyebrow Top Coat Waterproof, den werde ich auf jeden Fall aufbrauchen, jetzt sofort. Und das kleine Sample von Benefit von Gimme Brow, das ist im Grunde schon leer, das benutze ich jetzt noch einmal und dann habe ich schon das erste Erfolgserlebnis. Das habe ich mit reingenommen. Und den NYX Tame and Frame in der Farbe Espresso werde ich jetzt versuchen weitgehend aufzubrauchen und mir dann einen neuen holen, weil das Problem bei dem ist, der ist halt sehr, sehr, sehr trocken geworden. Und deshalb, also für mich reicht es jetzt noch, solange ich ihn jetzt noch benutzen kann, benutze ich es. Und wenn dann nicht mehr, dann kommt es weg. Aber es ist auch ein Produkt, was ich jetzt jeden Tag benutzen werde und nichts anderes, sondern das hier wirklich konstant nehme. Weil ich finde es auch schön. Also ich habe es auch heute wieder drauf. Ich finde, das macht meine Augenbrauen sehr schön, sehr intensiv und deshalb finde ich das ein gutes Produkt. Und das ist auch ein Produkt, was ich tatsächlich nachkaufen würde, obwohl es mir ausgetrocknet ist. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn Sachen so schnell austrocknen, ärgert es. Aber vielleicht habe ich es auch mal nicht richtig zugemacht oder so. Deshalb, ich würde dem Produkt auf jeden Fall nochmal eine Chance geben, weil ich es sehr, sehr schön finde. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie und zwar sind das Liquid Highlighter von verschiedensten LEs aus der Drogerie. Und ja, da bin ich immer so, oh, Liquid Highlighter. Ich benutze nie Liquid Highlighter. Ich habe einen flüssigen Highlighter, den ich total toll finde. Ansonsten bin ich gar nicht so der flüssige Highlighter-Typ. Ich weiß nicht, warum ich dann immer alles kaufen muss, aber das ist irgendwie ein Schaden. Die will ich auf jeden Fall aufbrauchen und ich denke, ich werde sie nicht auf dem Gesicht aufbrauchen, sondern auf dem Körper. Weil das ist wirklich was, wo ich mir eher vorstellen könnte, dass es alle wird, wenn ich es in die Body Lotion mische. Ja, zum Beispiel von Mimi, das ist so eine, ja, das gibt's, das ist so, ich glaube, es ist eine englische Marke, würde ich mal sagen. Schätze ich. UK. Beat the Blues, das ist so ein, ich glaube, das ist mal so ein bisschen an Benefit, glaube ich, mal angelehnt. Das ist echt so ein, ja, so eine, ihr seht, es ist auch nicht schlecht, ne? Also, aber es ist, ich benutze das nicht. Ist wirklich ganz schön. Das ist so ein Fluid, so ein, das ist ganz schön. Das könnte ich eigentlich auch vielleicht auch nochmal wieder im Gesicht ausprobieren oder mal ein bisschen in die Foundation mischen.
Aber ansonsten, ihr seht, das macht einen ganz schönen leichten Glow. Werde ich mir das in die Foundation mischen und nicht die Foundation, Leute, in die Bodylotion. Genauso wie P2 Dive into Beauty Luminous Cream. Das ist auch so eine Highlighter-Creme. Das ist auch was, was man. Ich fand es auf dem Gesicht nicht schön, aber ihr seht es hier, wenn man sich das so ein bisschen in die Bodylotion gibt. Oh, ich werde nachher meinen Arm schön glänzen, wenn ich zur Arbeit gehe. Das werde ich mir in die Bodylotion mischen, genauso wie von Essence ein Liquid Skin Illuminator, auch aus einer LE. Wollen wir mal den anderen Arm ein bisschen zum Glänzen bringen? Ja, der ist so ähnlich wie der von P2. Auch so vom Ton so leicht Rosé, Peach, aber im Gesicht irgendwie. Erstmal finde ich, macht er nicht so einen Effekt. Und dann ist es für mich immer so, der glitzert. Übrigens sehe ich jetzt gerade. Es ist auch für mich so, ich gebe so viel Luxus auf mein Gesicht. Also an Pflege, ja. Und dann klatsche ich mir so einen billigen Liquid Illuminator aufs ganze Gesicht. Ist so ein bisschen, ja, naja. Und Catrice Fluid Glow. Also ist das nicht wunderschön, ja. Aber es ist einfach irgendwie nicht. Es ist kein Produkt. Ja, wir kamen da irgendwie. Es ist mir zu gold fürs Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Es ist sehr gold. Und jetzt. Glow all out, ey. Mein Körper glowt wie eine Disco-Kugel, ey. Das sind auf jeden Fall die Liquid Highlighter, die ich in meiner Bodylotion aufbrauchen werde. Und deshalb packe ich sie direkt ins Bodylotion-Fach. Dann sind sie richtig gut aufgehoben. Ja, Bodylotion. So, und das werdet ihr mal im Aufgebraucht-Video gesehen haben oder sehen, je nachdem, wann ich es hochlade. Das waren alle Produkte, die ich aufbrauchen möchte dieses Jahr. Und ich werde auf jeden Fall am Ende des Jahres berichten, wie es geworden ist, ob ich es geschafft habe oder ob ich dann tatsächlich irgendwelche Sachen wegschmeißen muss. Oh, Sachen wegschmeißen, das ist nicht so mein Ding. Zumindest was Make-up angeht. Ja. Ich würde sagen, das war's. Ich wünsche euch was ganz, ganz Schönes. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da oder ein Abonnement. Erzählt mir doch mal, wie ihr das macht mit euren Produkten, wenn ihr so viele Produkte habt, ob ihr regelmäßig ausmistet oder ob ihr so Hoarder seid wie ich, die dann irgendwann in Panik geraten, wenn die Sachen schlecht werden. Wie macht ihr das so mit euren Sachen? Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ciao.